Aus mit Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Prostitution ist eine komplexe und vielfältige Branche. Es gibt Laufhäuser, es gibt kleine Bars, es gibt Kinos, es gibt Wohnungsbordelle. Es gibt Hausfrauen, die an zwei Vormittagen in der Woche als Prostituierte arbeiten. Es gibt Männer im Escort-Service. Es gibt Prostituierte, die vor allem auf dem Straßenstrich arbeiten. Frauen, die mit Kolleginnen in einer Wohnung sexuelle Dienste anbieten und so ihr Einkommen sichern. Und es gibt im Bereich der Prostitution Kriminalität und Ausbeutung. Und wer diese bekämpfen will, der muss differenzieren. Wer das nicht macht, und das machen Sie von der Union nämlich tatsächlich nicht, der bedient konstant nur das Klischee der Prostituierten. Und Sie vermischen dies wieder und wieder mit Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung. Das kann nicht zielführend sein. Sie zeichnen permanent Bilder der Gegensätze von der selbstbestimmten Edelprostituierten zur Zwangsprostituierten. Und wenn Sie über Prostituierte aus Osteuropa reden, unterstellen Sie auch gerne mal einer Mehrheit der Frauen, sie seien minderbemittelt, Analphabetinnen, schwanger, drogen- oder alkoholabhängig oder alles gleichzeitig. Und man kann sich des Eindrucks nicht erwecken, dass Sie sich für die Rolle einzunehmen wollen, Prostituierte zu retten. Was machen Sie? Sie sprechen Ihnen die Entscheidung über Ihren eigenen Körper und über Ihre Berufsentscheidung und über das, was Sie tun, um Ihr Geld zu verdienen, ab. Das ist weder differenziert und auch keine praxistaugliche Lösung für besseren Schutz in einem schwierigen und sehr gefahrvollen Arbeitsbereich. Liebe Kolleginnen und Kollegen, so vielfältig wie die Branche ist, so vielfältig müssen auch die Maßnahmen sein. Runde Tische wie in NRW haben sich als erfolgreich erwiesen. Sie bringen alle Akteurinnen und Akteure zusammen, sie schließen niemanden aus und sie suchen gemeinsam nach konkreten Lösungen. Und eine Genehmigungspflicht für Prostitutionsgewerbe ist sinnvoll, weil sie den Schutz von Prostituierten tatsächlich gewährleisten. Allerdings muss sichergestellt sein, dass auch kleine Bordelle die Auflagen erfüllen können, die eine solche Genehmigungspflicht mit sich bringt. Und der Bund sollte zudem die Länder dabei unterstützen, die freiwilligen Beratungen auszubauen. Denn hier können Menschen erreicht werden. Hier können sie Vertrauen fassen und Unterstützung auch bei Fragen nach Alternativen zur Tätigkeit in der Prostitution finden. Das sind Maßnahmen, die funktionieren, die sinnvoll sind, weil sie Menschen nicht bevormunden. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, der vorliegende Gesetzentwurf greift diese Maßnahmen nicht auf. Schlimmer noch, er ist moralisierend, er setzt auf das Instrument der Kontrolle. Und in unserem Entschließungsantrag haben wir zum vorliegenden Gesetzentwurf unsere Kritik daran sehr deutlich gemacht. Der Hauptkritikpunkt ist und bleibt die Anmeldepflicht und die jährliche gesundheitliche Pflichtberatung. Sie ist kontraproduktiv, das sind Fakten. Sehr deutlich formulierten das die von Ihnen, gerade von der SPD, eingeladenen Expertinnen in der Anhörung. Was machen Sie eigentlich mit den Ergebnissen aus der Anhörung von Union und SPD? Nachdem die Sachverständigen mehrheitlich die von uns angebrachte Kritik gegen die Anmelde- und Beratungspflicht unterstützt haben, gehen Sie hin und lassen die Argumente der Sachverständigen unter den Tisch fallen. Werten Sie noch mal die Sachverständigen-Expertenkommission aus. Wozu machen Sie ein parlamentarisches Verfahren mit einer Anhörung, um dann am Ende nichts mit den Ergebnissen zu tun? Und sehr bemerkenswert finde ich auch, dass Sie die Kritik des Bundesrates nicht beachten. Dort wurde ein immenser bürokratischer Aufwand kritisiert. Und dass die daraus resultierenden Kosten, wie gehen Sie darauf ein? Sie lassen die Länder, Sie lassen die Kommunen alleine mit den Kosten. Es ist jetzt doch absehbar, dass in den Kommunen das knirschen wird. Wenn Sie die Auflagen der Pflichtberatung erfüllen müssen, dann müssen die Kommunen tief in die Tasche greifen. Und genau hier interessiert Sie die Lage der Kommunen an dieser Stelle interessanterweise mal gar nicht. Denn man kann überhaupt nicht erkennen, dass Sie für einen reibungslosen Ablauf irgendwas hier in Bewegung setzen wollen. Das scheint Ihnen scheinbar egal zu sein. Und zum Ende scheinen, mal ganz ehrlich, dieses Gesetz ist ein einziger Kompromiss. Frau Schwesig, Sie halten es, zumindest was den Frieden in der Koalition angeht, höher als den Schutz der in der Prostitution tätigen Menschen. Dieses Gesetz bringt de facto mehr Schutzlosigkeit. Es trägt dazu bei, das Stigma zu verstärken, anstatt dieses Stigma gegen Prostituierte abzubauen. Wir haben jetzt wohl hinreichend erklärt, warum. Prostituierte werden sich nicht anmelden.
und sie werden in Zukunft dann illegal arbeiten. Und im Falle von Illegalität und Bedrohung und Gewalt werden sie sich dann auch nicht mal mehr bei einer Behörde melden können und dann wird ihnen jeder Schutz verwehrt bleiben. Und das wäre wirklich fatal. Das ist die Realität. Und deswegen sage ich zum Schluss, dieses Gesetz ist frauenpolitisch ein Desaster, es ist gesundheitspolitisch Unsinn, es ist steuerrechtlich ein schwarzes Loch und bürgerrechtlich hochbedenklich. Und darum stimmen wir Grüne gegen dieses Gesetz. Vielen Dank. Vielen Dank. Jetzt hat der Kollege